Hallöchen, ihr Lieben, und seid mir ganz herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge Reingescheint Plants vs. Zombies. So, wir haben jetzt hier Back to Game und beim letzten Mal sind wir ja sehr, sehr gut vorwärts gekommen. Wir haben einiges freigeschaltet hier, unter anderem auch diese Schaufel und als letztes hier diesen wunderbaren blauen Pflanzenfreund, der unsere Gegner ja verlangsamen kann. So, jetzt kommt da schon wieder der nächste Zombie auf uns zu. Ja, und wir haben nicht genug. So, jetzt haben wir aber genug. So, damit wir uns hier verteidigen können. So, später ist es dann übrigens so, also wir schalten ja immer mehr frei. Und später ist es dann übrigens so, dass wir uns immer entscheiden müssen hier, wie viele wir von den Dingern, oder was wir hier für Dinger überhaupt mit reinnehmen. Ja, also man hat halt immer nur eine begrenzte Anzahl und das kann man aber dann immer Stück für Stück erweitern. Man bekommt auch irgendwann Geld und kann dann halt hier immer dann ein Slot mehr quasi einbauen. Wie lang das geht, weiß ich nicht. Also wie viele Sachen man im Endeffekt hier drinne haben kann in seiner Leiste, das weiß ich nicht. So weit bin ich noch nicht gekommen, ehrlich gesagt. Aber ja, es wird schon um einiges erweiterbar sein. Ist erweiterbar ein Wort? Ich weiß es nicht, ihr Lieben. Ich weiß es nicht. So, mal schauen, ob wir jetzt hier wieder so gut vorwärts kommen wie auch die letzten Male. Und ich sehe hier gerade, wir sind Level 1,7. Wir sind noch überhaupt nicht in Level 2. Das hatte ich ja beim letzten Mal vermutet, weil ich ja dachte, naja gut, wir haben jetzt hier so ein Minigame freigeschaltet. Ich dachte, das deutet darauf hin, dass wir vielleicht schon im zweiten Akt quasi sind. So, jetzt aber schnell hier ein Pflänzchen hinsetzen. Und ich weiß nicht, sollen wir hier mal sowas hinsetzen, damit der ein bisschen beschäftigt ist? Denn der ist ja schon eine ganz schöne Strecke gelaufen hier, bevor wir die Pflanze überhaupt setzen konnten. So, jetzt bin ich wieder gewillt, hier auf jeden Fall nochmal eine Sonnenblume hinzuschmeißen. So, denn davon brauchen wir definitiv noch ein paar mehr. Ich warte noch darauf, dass jetzt hier irgendwie so ein blödes Zombie-Viech mit Hut kommt. Ja, damit wir hier wieder noch irgendwo eine zweite Pflanze hinschmeißen können. Aber im Moment da. So. Damit der ein bisschen unterstützt wird. So, das sieht doch wirklich sehr, sehr gut aus hier für den Anfang, würde ich sagen. So, wieder da ein Sonnenblümchen hin. Ich muss mir unbedingt mal ein paar andere Let's Plays angucken. Oh, da kommt schon wieder so ein doofer Speerträger hier. Wir können dem mal hier das in den Weg setzen, weil dann ist auf jeden Fall sein Speer schon mal weg. Ich glaube, dann ist der ein bisschen langsamer, ne? Jawohl. Wunderbar. Das war, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, dass wir das gemacht haben. Und jetzt sollte der doch eigentlich nicht mehr ganz so schwierig zu erliegen sein. Hoffe ich zumindest. So, dann würde ich sagen, schmeißen wir mal hier so einen blauen hin, einfach um den mal gesehen zu haben. Hoppala. So, daneben geklickt. Jetzt kommt natürlich gerade auf dieser Linie kein Zombie, aber früher oder später wird das schon der Fall sein. Haben wir jetzt hier schon Final Wave? Oh mein Gott. So, mal sehen. Das kann doch jetzt nicht sein. Ich muss doch hier erstmal alles schön ordnen und machen und tun und überhaupt und sowieso. Komm, schmeißen wir hier nochmal das hin. Ja, da seht ihr hier, die hier, ne? Die sind jetzt blau. Die sind schön verlangsamt. So, und da kommt jetzt auch noch ein Speertyp und der wird auch verlangsamt. Das ist sehr, sehr gut. So, und dann können wir hier vielleicht nochmal auch noch so einen hinsetzen. Denn ich weiß gar nicht, ob die auch Schaden machen oder ob die nur verlangsamen, ehrlich gesagt. So, aber das sieht doch auch wieder sehr schön aus hier. Dann können wir hier unten noch einen hinsetzen. Dann kommt nämlich gerade wieder einer mit Helm. Ja, super, oder? Und ich würde sagen, dann ist hier fast alles geritzt. Bisher ist noch nicht ein einziger Zombie durchgekommen, ne? Glaube ich. Das haben wir bisher sehr, sehr gut hinbekommen. So, der hat schon seinen Kopf verloren und seinen Speer verloren da oben. Sehr schön. So, hier können wir auch nochmal einen hinpflanzen. Haha, eine Pflanze hinpflanzen. So, einfach weil wir es können, ne? So, dann schmeißen wir hier noch einen hin. Und dann müsste es doch auch bald vorbei sein. Das scheinen jetzt hier die letzten... Ach nee, da guck mal, da kommen noch ein paar Speertypen. Machen wir hier oben noch einen hin. Ja, das wird natürlich immer kniffliger, ne? Je länger man das spielt, desto kniffliger wird es. So, jetzt mal gerade gucken, ob wir das vielleicht noch gebacken kriegen, hier so einen hinzusetzen und den schnell zu verlangsamen. Ja. Immerhin. Oh, das ist ja echt eine
eine riesengroße Welle, die hier gemacht wird. Aber das wurde uns ja auch prophezeit. Ne? Da stand ja da immerhin, dass es eine große Welle ist, die auf uns zukommt. Das ist jetzt hier bestimmt, also meine Güte, ey, das Doppelte und Dreifache an dem, was wir sonst immer so erlebt haben. Da ist jetzt wieder der Speertyp drüber gesprungen. Der andere muss halt da an der Walnuss oder aber auch an der Kartoffel, wie ich sie gerne nenne, rumknabbern. Das war's. Oh nein, es kommt noch eine große Welle. Okay. Dann würde ich sagen, schmeiße ich auch hier nochmal so einen hin. Ach, das ist jetzt erst Final Wave. Ah Gott, guck mal, gar nicht geschnallt, dass wir da vorhin noch gar nicht tatsächlich am Ende waren. Hier oben setze ich mal den hin, weil der hat da keinen Verlangsamungstyp. Deswegen bekommen die mal so einen. So, dann können wir hier nochmal eine Sonnenblume hinlegen. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr wirklich notwendig, ehrlich gesagt. Ach, guck, das war es schon. So, und da haben wir auch wieder ein neues Pflänzchen dazu bekommen. Ja. Die sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Mit der habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel gemacht. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, entscheiden. Genau, das ist halt das, was ich gesagt habe. Wir haben jetzt mehr Pflanzen, als dass wir hier diese Slots haben. Und natürlich brauchen wir unsere Sonnenblume und wir werden auch diesen hier gebrauchen. Und den hier finde ich sehr nett und der hier und den. Und den können wir jetzt auch einfach mal, weil er neu ist, würde ich sagen, einsetzen. So, und dann können wir loslegen. Ja, den können wir dann auch irgendwann mal hoffentlich verwenden. So, sehr schön. Eins, zwei, ganz, ganz viel Sonnenenergie für uns. So, also von der Struktur her, vom Aufbau her, wie gesagt, mache ich das halt immer relativ gleich. Ja. So, jetzt kommt da schon Zombie Nummer 1. Und da können wir schon mal Pflanze Nummer 1 hinsetzen. So. Und da bin ich gespannt, wann kommt der nächste? Wo ist der nächste? Oh, war das jetzt der oder kommt schon wieder ein neuer? Na, ja, da unten kommt einer, dann warten wir mal gerade ab. So. Vielleicht können wir dann als nächstes wieder eine Sonnenblume setzen. Ich habe immer irgendwie total Angst, dass ich hier meine Sonnenenergie für die ganzen Sonnenblumen verschwende und dann komme ich hier irgendwann nicht mehr hinterher. Aber eigentlich, ja, hat es ja bisher immer ganz gut geklappt, nicht wahr? So, vielleicht immer eine Pflanze, eine Sonnenblume. Eine Pflanze, eine Sonnenblume. Das wäre doch mal vielleicht eine ganz nette Idee, oder? So, zack, eine Sonnenblume. Denn immerhin, je mehr Sonnenblumen wir haben, desto schneller geht das ja hier auch mit der Sonnenenergie. So, jetzt zack, zack, zack. Oh, da kommen gleich zwei Stück. Da muss ich hier unsere Pflanze richtig schön ins Zeug setzen. Eieieiei, da bin ich jetzt aber gewillt, wieder zu warten. Seht ihr, um dann dem Pflänzchen hier noch eine Pflanze hinzusetzen, damit so, wir hier auch tatsächlich beide Zombies erlegen können. Genau, da oben hat noch einer gefehlt. Das war ja klar, dass da jetzt auch noch so ein Blöder mit Helm kommt. So. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch eine zweite Pflanze hinsetzen, sonst wird das, glaube ich, nichts. Oder aber wir schmeißen dem hier noch so ein Ding in den Weg. Dann sollte das vielleicht auch gehen. Und zusätzlich vielleicht noch eine zweite Pflanze. So, oh, da unten kommt einer mit einem ganz dicken Helm. Eieieiei, komm, den setzen wir erstmal hier hin, würde ich sagen. Weil vielleicht schafft die Pflanze das doch dadurch, dass wir hier noch die Kartoffel-Walnuss hingesetzt haben. Geht das dann vielleicht? So, jetzt habe ich wenigstens mal eine Reihe voll mit Sonnenblumen. Das ist schon mal ziemlich beruhigend, ehrlich gesagt. So, komm hier, zack, da hast du noch einen Freund, der dir hilft. Jawohl, und da haben wir es tatsächlich geschafft. Ja, und ihr seht, der hier, der ist schon ziemlich heftig. Also der hat hier immer noch seinen blöden Helm irgendwie auf dem Kopf und muss halt erstmal weggeklatscht werden. Um es mal ganz freundlich auszudrücken. So, noch ein weiteres Sonnenblümchen kann nicht schaden. So, das haben sie jetzt gut hingekriegt, da meine beiden Pflanzen da unten. So, da oben. Das sieht auch ganz in Ordnung aus. So, dann einfach mal zum Testen nehme ich mal hier dieses Viech, von dem ich gar nicht so richtig weiß, was es macht, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns darum, dass wir hier noch jeweils eine weitere Pflanze haben. Und dann können wir uns vielleicht mal wieder um die blaue Pflanze kümmern. Also ich möchte hier gerne noch eine grüne, normale haben, so. Dann noch ein Sonnenblümchen.
So, und dann, oh, jetzt kommt bestimmt wieder, genau, oh nein, und ich weiß gar nicht, ob wir hier gut gerüstet sind für all das, was jetzt auf uns zukommen mag, um Gottes Willen. Eieieiei. Ich hätte ja gerne, wie gesagt, so eine blaue Pflanze, die wir jetzt freigeschaltet haben. Die setze ich mal hier unten, glaube ich, hin. Ach, vielleicht hätte ich ihn nach ganz unten setzen sollen, denn da kommt wieder so einer mit einem komischen Helm auf dem Kopf. So. Die sind mir nämlich ganz und gar nicht geheuer, aber das war doch jetzt nicht die große Welle, oder? Ich bitte euch. So, hier noch den. So. Sehr schön. Vielleicht noch eine Sonnenblume. Ich weiß es nicht. Oder lieber dafür sorgen, dass wir hier noch ein paar mehr Pflänzchen haben. Ja, ich weiß es nicht. Das ist immer so schwierig. Wie gesagt, mit Strategie, da bin ich ja überhaupt ganz, ganz schnell draußen. Ja. Na, guck mal hier, wie lange die brauchen, um den kaputt zu machen. Das ist echt der Knaller. So, dann haben wir da oben... Oh, das war's. Das war's. Das ist hier dieser Doppelte, von dem ich schon in der letzten Folge, in der ersten Folge gesprochen habe, der halt 200 kostet. Ja, fires two peas at a time. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns wieder entscheiden, was wir hier nehmen. Ich nehme mal das Übliche und auch hier den und das. So. Und 200 Sonnenenergie ist natürlich schon eine ganz schöne Menge, aber dafür lohnt sich das, glaube ich, auch. Also die verwende ich eigentlich ganz, ganz gerne. Hey, das ging jetzt sehr fix hier mit den beiden. Hui, das geht aber ratzfatz hier, aber ich denke mal, das wird auch nötig sein. So, jetzt wieder gucken, wo kommt der Zombie? Na, unten, okay. Ja. Zack. So, dich machen wir schon mal platt, würde ich sagen. Jetzt machen wir das wieder so, wie ich es gerade eben schon angekündigt habe. Wir setzen eine Pflanze, eine Sonnenblume. So, kommt schon, schnell hier. Ich werde mal ganz, ganz schnell nervös, wenn ich hier nicht ständig Sonnenenergie bekomme. So, eine noch. Wunderbar. Das läuft wie geschmiert immer am Anfang. Und dann irgendwann läuft das alles aus dem Ruder. So, zack. So, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Ich möchte auf jeden Fall die Reihe hier fertig haben. Raff, jetzt kommt da gerade wieder so ein doofes Viech. So, komm, einer noch. Perfekt. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine weitere Sonnenblume. Schneller. Um Gottes Willen, hier kommt bestimmt gleich einer mit so einem blöden Helm. Ich sehe es doch schon. Ich höre ihn doch schon. Ah, seht ihr? Da ist einer mit Helm. Eieieiei. So, zack, zack. Wunderbar. Das haben wir gerade noch so hingekriegt. Jetzt weiß ich wieder, näher kommen. Wir setzen dem hier noch ein zweites Pflänzchen hin als Hilfe. Dann sollte das ja, wie gesagt, eigentlich ganz gut klappen, hoffe ich. So, jetzt haben wir eine Reihe komplett frei. Trotzdem setze ich erstmal eine Sonnenblume. Na, wird das da was mit dem Helmkollegen? Ja, offensichtlich wird das was. So, jetzt haben wir da unten auch einen mit einem Helm. So. Wunderbar. Jetzt möchte ich hier noch eine Pflanze wissen. Ja, bevor wir ein weiteres Sonnenblümchen setzen. So, einfach damit wir die Reihe hier komplett geschlossen haben. Und das war auch offensichtlich ganz gut so. Denn da kommt ja gerade der nächste Zombie. So, warum hat man eigentlich gerade Zombies genommen, frage ich mich. So. Aber die sind ja eigentlich, sind die ja ganz putzig, ne? Die sind... Naja, putzig halt. Naja, wie putzig kann sowas schon sein? So. Ich setze jetzt ja wunderbar. Das war eine Eingebung gewesen, dass ich da noch eine oben hingesetzt habe. So, ein weiteres Sonnenblümchen. Ja, das sieht doch ganz annehmbar aus hier. So. Wollen wir hier mal so ein 200er hinsetzen? So. Ihr seht auch hier, der sieht ein bisschen anders aus. Der sieht nicht mehr ganz so freundlich aus wie die anderen irgendwie, ne? Aber der ist ja auch ein bisschen fieser und derber als andere. So, dann mal gucken, ob wir jetzt hier vielleicht noch einen von diesen blauen Dingern hinsetzen können. Ich glaube, hier kommt gleich wieder eine große Welle. Denn da oben, das deutet sich schon irgendwie so ab. Das ist jetzt der letzte, der hier offenbar rumkreischt. Jawohl, a huge wave of zombies is approaching. Eieieiei. Gut, dann mal gucken, was wir jetzt wohin pflanzen. So, hier vielleicht nochmal
Ah, nee, den setze mal da oben, setze ich den mal hin. So. Dann hätte ich vielleicht noch mal gerne so einen 200er irgendwie irgendwo. Ah, hier. So, der hier, der kam aber jetzt gefährlich nah, fand ich. So, hier nochmal eine Sonnenblume, einfach weil wir es können. Oh nee, jetzt kommen da noch diese Doofen mit dem Speer. Hey, die sind richtig ätzend. Soll ich hier mal so eine Bombe wieder reinplatzieren? Obwohl, nee, das kriegen die schon hin, oder? Das kriegen die doch hin. Hier meine kleinen süßen Lieblingspflanzen. So, dann hier nochmal eine blaue rein. Jawohl. Das ist doch schön. Hier nochmal eine Sonnenblume. Das ist doch hier mal ein Traum, oder? Sieht das nicht gut aus? Das sieht doch wirklich gut aus hier für uns im Moment. So, war das eigentlich schon Final Wave? Ich glaube nicht, ne? So, wo haben wir denn noch keinen? Hier haben wir noch keinen doppelten. So, das war gut, dass wir den da hingesetzt haben, denn da kommt wieder einer mit so einem komischen Eimer auf dem Kopf. Ja, das bedeutet also, der ist wieder ein bisschen schwieriger zu zerlegen. Plop, 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 plop. Also von der Sonnenenergie reicht das hier vorne und hinten, würde ich sagen. Das haben wir ganz gut hingekriegt mit unseren zwei Reihen. So, dann nochmal eine Sonnenenergie bitte, damit ich hier nochmal einen hinsetzen kann. Und ich glaube, jetzt hat jede Reihe zumindest mal einen, der hier so zwei von diesen Samen verschießt. Und das sieht doch gut aus. Da unten könnten wir noch einen blauen hinsetzen. Dann hat auch jeder... Nee, die Reihe hier oben hat keinen blauen. Aber ist auch, glaube ich, gar nicht notwendig. Denn da scheint ja der letzte Zombie zu sein, wenn ich das richtig sehe. Na? Bist du der Letzte? Oh, das wollte ich nicht. So, ich wollte die Sonnenenergie einsammeln. Bums. Ach nee, da kommen noch mehr. Gut, dann würde ich sagen, können wir hier nochmal einen doppelten hinsetzen. Und hier nochmal einen, der verlangsamt. Und guckt mal hier. Vorne setzen wir nochmal eine Walnuss. Oder was heißt nochmal? Überhaupt mal eine. So, jetzt geht's hier gerade richtig ab. Ja. Das ist... Ah, das ist schön. Das ist richtig viel Energie, die hier rausgeht. Ja, so, hier setzen wir jetzt nochmal einen dritten hin, der hier so viel Schaden macht. Das war's. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, das haben wir doch sehr, sehr gut hingekriegt, würde ich sagen. Oh, die wollen unser Haus attackieren. Oh mein Gott. Das ist aber nett, dass die Zombies uns hier auch noch darauf hinweisen. Wow. Das sind ganz schön viele, würde ich mal sagen. Und was haben wir jetzt hier Schönes? Wieder etwas Neues. Ja, irgendwie sieht das jetzt hier anders aus. Ich weiß nicht, ich setze das Viech mal hier hin. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ja, können wir jetzt hier irgendwie... hier, zack, mach mal was. Mhm, da haben wir eine Bombe, die lasse ich jetzt einfach mal durchlaufen. Noch eine Bombe. So, ich glaube, das habe ich zwar schon mal gespielt. Hier diese komische Variante, aber... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ah, der macht hier noch gar keinen Schaden, ne? So, jetzt aber hier haben wir so einen doppelten. Der hier, ach, ich glaube, der frisst die, ne? Wenn die nah rankommen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. So. Also, das habe ich schon mal gespielt auf jeden Fall, aber ich weiß irgendwie gar nicht mehr, was jetzt hier genau Sache war. So, hier haben wir nochmal den. Und mal gucken, was der jetzt hier macht. Ob der den tatsächlich, zack, jawohl, verschlingt den da irgendwie. So, keine Ahnung. Setze ich mal da oben hin, jawohl. Und da kommt auch gleich einer. So. Sieht auch ganz annehmbar aus, oder? Ja, eine Mine kann man, glaube ich, auch immer mal setzen. Hm, lecker, guck mal, hier guckt ein Arm raus. Das ist ja auch sehr appetitlich. So, den verlangsamen wir. Und dann haben wir hier noch so einen Doppelten, der Schaden macht. Das ist doch was Feines. So, hier den. Und hier nochmal so ein. Das ist alles so total ungeordnet irgendwie. Ja, das ist für mich immer ein bisschen doof. Ich mag das immer ganz gerne, wenn das echt geordnet ist. Also hier so eine Sonnenblume, Sonnenblume, Sonnenblume und dann die normalen und dann die und dann das und so. Wenn das dann so ungeordnet ist, so wie das jetzt hier gerade der Fall ist, dann macht mich das ja richtig kirre.
So, hier können wir nochmal so einen hinsetzen. Ach komm, wir können auch mal hier so eine Bombe einsetzen eigentlich. Ne? Was soll's, wir haben ja davon genug. So, bam, 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 machen wir sie alle platt. Warum nicht? So, hier oben nochmal so ein. Dann hier so ein. Hier nochmal eine Mine. Hier nochmal einen blauen. Einfach mal das, was gerade kommt, irgendwo irgendwie hinsetzen. Wird schon alles seinen Sinn und Zweck erfüllen. Mehr oder weniger. So, der hier, der ist total blöd platziert. Also hinter dem Ding das zu platzieren, ist, glaube ich, echt nicht gerade sehr schlau gewesen. So, bam. Ach, das war es noch gar nicht. Ach Gott. Ach so, wir haben ja hier ganz hinten auch noch was frei. Ich Nasenbär. So, dann machen wir das doch mal so. Blau haben wir jetzt eigentlich genug, würde ich sagen. Irgendwie hingesetzt. So, jetzt können wir hier eigentlich... Boah. Hier bam und da bam. So, blau hat jede Reihe mindestens einmal. Dann setze ich den mal hier hin. Der kommt dahin. Hier oben nochmal ein Stopper. Ach, da haben wir gar keinen Stopper, ne? Den können wir auch mal hier hinsetzen. Dann hier nochmal eine schöne Kirsche rein. Jawohl. Sehr, sehr schön. Und hier unten können wir auch nochmal eine Kirsche reinsetzen. Ach, das macht Spaß. Das ist total lustig. So, dann hier unten. Zack. Oh, wurde da etwa eine Pflanze kaputt gemacht? Hat mir da ein Zombie ein Pflänzchen zerstört? Verdammte Axt. So. Das, das ist so eine Action hier. So, also. Ja, dass ich da hinten die Reihe überhaupt nicht so richtig wahrgenommen habe, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das tatsächlich halt immer für die ganzen Sonnenblumen eigentlich verwende. Ne? So, komm, setzen wir hier noch was hin. Und hier noch was hin. Ah, guck mal, der hat da unseren Walnuss-Kartoffel-Dingsbums aufgegessen. Jetzt wäre nochmal so eine Bombe was richtig Schönes. Können wir eigentlich auch hier vorne direkt. So, genau, da kommt eine Bombe. Wunderbar. Ja, hier, zack, bam. Einfach mal alles weg. Weghauen, was geht. So. Also, so eine Riesenwelle hatten wir definitiv noch nicht gehabt. So, hier nochmal. Jawohl. Und hier unten. Der eine noch. So, war es das oder kommt noch mehr? Ach Gott, da kommt noch mehr. Dann mache ich mal hier nochmal so ein. Und hier nochmal so ein. Und hier nochmal so ein. So, jetzt sind alle Plätze tatsächlich belegt. Oh, und dann würde ich sagen, hier unten... Ups. Ach, das geht jetzt gerade gar nicht. Ich kann gar keine Bombe reinsetzen, weil alles tatsächlich belegt ist. Okay, ich dachte, ich kann die immer so... quasi oben drauf setzen. Aber okay, dann mache ich hier nochmal den. So, dann haben wir da oben noch zwei Stück. Aber das waren doch jetzt bestimmt noch nicht alle, oder? Wenn er sagt, doch, das waren alle. Tatsächlich. Okay. Dann haben wir hier einen Pilz freigeschaltet, einen Mushroom. So, sind wir denn jetzt eigentlich mal in Kapitel 2? Oder, oh. Es ist dunkel. Evening Shy. Ja, guten Abend auch. Genau. Ja. So kommentiere ich jetzt auch immer. Ja. Das werde ich dann alsbald erklären. Ach, guckt mal hier, wie niedlich. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, das reicht jetzt aber erstmal wieder für eine Folge reingescheint. Wir werden uns beim nächsten Mal in Folge 3 hiermit auseinandersetzen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.